Erstens, sie misstrauen weiterhin den Ärztinnen und Ärzten. Zweitens, sie stigmatisieren weiterhin Frauen in Notsituationen. Und drittens, sie spielen mit dem besonderen Schutzauftrag des ungeborenen Lebens, den sie gleichzeitig bei jeder Gelegenheit wie eine Monstranz vor sich hertragen. Das ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Schon jetzt finden Frauen in Not kaum einen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Und sie nehmen das Billigen in Kauf. Die Versorgungslücke ist ein gravierendes Problem, aber das bleibt auch mit Ihrem Gesetzesentwurf. Immer noch stehen Ärzte mit einem Bein im Gefängnis. Immer noch werden sie von sogenannten radikalen Lebensschützern angezeigt. Wo ist hier der Staat, meine Damen und Herren? Wen schützt der Staat eigentlich? Als Patientin vertraue ich meinem Frauenarzt. Und von ihm möchte ich und ausschließlich von ihm informiert und aufgeklärt werden. Und das ist aber auch nicht meine Aufgabe, dass ich damit und dafür von Pontius zu Pilatus laufe, meine Damen und Herren. Das ist demütigend.